Hey und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Windstream Quest, anders gesagt PvP-Teil bekommen. Ich habe jetzt Herrerim die viermal gemacht, kann also jetzt endlich hier abschließen und schauen, was ich weitermachen muss. Und ja, ich erkläre auch in dieser Folge, wie man Etium bekommt, denn das ist mehr oder weniger das Zentrale. Ich muss nämlich definitiv diese PvP-Quest abschließen, denn ich habe dummerweise irgendwann meinen Kopfteil verkauft und ich habe keine Ahnung wann. Was sollen wir denn jetzt hier bei dir machen? Ach, wir sollen nach Duma porten. Na ja, gut, das können wir definitiv machen. Im Normalfall, also es gibt Unterschiedliches. Natürlich, wenn euch noch ein einziges Rüstungsteil fehlt, dann bewahre, nimmt dieses eine Rüstungsteil bei der Quest. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Wo müssen wir hin? Wo blinkt es gerade? Locaten? Stadium Corporation. Ich liebe ja diese Map, ne? Ist ja so leicht, dort Sachen zu sehen, wo es blinkt. Ich glaube... Oh, warte, der steht direkt neben mir. Na, auf jeden Fall, ich habe einen Kopfteil weg. Im sonstigen Fall, bitte nehmt euch am besten... ganz schön viel Stadium geschenkt. Das Oberteil, das ist am kosteneffizientesten. Und jetzt müssen wir zu einem der Altare hinlaufen. Vollkommen egal. Ich glaube mal, wir gehen zum dritten. Das ist am einfachsten jetzt für mich. Nehmen wir mal den Windstream und fliegen dorthin. Ist ja auch immer mega angenehm, hier hinzufliegen. Und jetzt zeigt sich mal wieder, ich bin insgeheim anscheinend ein Edios. Ich nehme nicht irgendwie immer den Edios-Ausgang, aber auch nur, weil man dort seltener runterfällt. Schön, dass wir jetzt zumindest den Altar haben. Sonst wäre das jetzt blöd. Wenn der Edios wäre, weil ich es dann jetzt gerade nicht machen... Also, ich bräuchte halt irgendeinen von denen, der Asmo ist. Und... beim Asthma-Ausgang knall ich jedes Mal auf dieses Ding, meine Flügel schließen sich wieder und ich lande. Das ist total bescheuert. Also, ich sterbe auf gut Deutsch. Wir können ja schon mal ein bisschen darüber reden, woher kriegt man Etium. Etium bekommt ihr über verschiedene Quellen. Zum einen natürlich, wenn ihr Herrerim geht. Das sollte euch aber mittlerweile auch aufgefallen sein. Umso mehr Leute ihr seid, umso mehr kriegt ihr auch. Also, alleine kriegt ihr nur einen pro Run. Und wenn ihr mehrere seid, könnt ihr bis zu... warte, drei Boxen nochmal da. 5 pro Run kriegen, wenn ihr es gleichmäßig aufteilt. Dafür müssen 3 Leute mitlaufen. Jeder nimmt einen Pfad und dann sind am Ende 4 Kisten. 3 Kisten kann jeder looten, da ist dann immer 1 drin. Und in einer Kiste sind dann 6, die ihr aufteilen könnt, wie ihr wollt. Wie gesagt, fair aufgeteilt, da gibt es dann... da war es ein roter Name. Naja, sei der rote... ich glaube, das ist ein Bot. Also, gehen wir hier erstmal rein. Also, Herrerim ist eine wunderbare Quelle. Jegliche Dreads, die existieren, geben euch Etium. Ach, ja. Ich habe Stadium und deswegen kann ich abschließen. Ja, aber ist auch klar, dass ich Stadium habe, weil ich schon mehr als genug Stadium jetzt über die Quest bekommen hatte. Dreads, das heißt A-Dread, wo ich letztens erst eine Folge zugemacht hatte. R-Dread, Illumiel, Nevivend, Schlachtfeld von Kamar. Habe ich eine vergessen? Kann ich nachgucken? Nee. Die geben euch auf jeden Fall Etium. Und genauso gut könnt ihr an den Altaren, das heißt da, wo wir gerade eben waren... warte. Shift F12, ne? Ja. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt gehabt. Gerade eben, wo wir waren, kann man auch für Stadium Etium kaufen. Aber erst müssen wir hier diese Quest abschließen. Ich meine, ich habe genug Etium, dass mir das nichts ausmacht, aber ihr solltet wirklich erst die Quest abschließen. Stadium kriegt ihr natürlich jetzt hier über diese Quest. Gott. Ihr kriegt aber Stadium auch über den. Wie viel zum Henker kriege ich denn bitte sehr? Über den Altar-Raid? Ha, das ist kein Ding. Alles gut. Wir sollen am Altar-Raid teilnehmen.
Müssen wir aber nicht. Wir können auch einfach zu einem Altar rangehen und dann passt das auch. Müsste zumindest klappen. Hat jetzt die letzten Tage immer geklappt bei anderen Leuten. Und ich soll dann auch hier diese Windstream Siege Weapon benutzen. Mal hoffentlich klappt das, sonst bin ich jetzt gleich gearscht, wenn ich die benutze und ich es nicht benutzen soll. Wenn ihr es wirklich für Stadium kauft, müsst ihr wirklich sehr, sehr drauf achten. An und für sich ist es unnötig, legendäres Etium für Stadium zu kaufen, weil später scheitert es daran, dass ihr nicht genug ultimatives Etium habt, weil ihr das bei Dreads tendenziell weniger kriegt. Also ihr kriegt es wirklich weniger und ihr braucht mehr, also ist das echt nervig. Also ihr braucht mehr als das, was ihr kriegt. Entsprechend wäre es eigentlich sinnvoller, ultimatives Etium an den Altaren zu kaufen. Jedoch habt ihr das Problem, wenn ihr Windstream macht, dass ihr vor allem das andere Etium, das legendäre Etium, nicht genug habt und nicht das ultimative Etium. Das macht es ein bisschen blöd. So, ich würde sagen, wir sind jetzt hier im Einzugsgebiet. Ja. Ich benutze das jetzt einfach mal und schau mal, ob es klappt. Ha, hat geklappt. Und wir haben es wohl gemerkt, gerade 22.44 Uhr. Also es ist definitiv kein Altar-Raid. Schön. Das, ja, jetzt ist die unnötig. Ich kann sie wegbeschwören. Ha, man muss ein bisschen tricksen können. Der Altar-Raid, wenn ihr da wirklich dran Interesse habt, es gibt nun mal auch Stadium, wenn ihr einen Altar einnehmt, ist 14 Uhr und 20 Uhr. Es gibt zwei pro Tag. Und ihr könnt da durchaus 50, wenn nicht sogar mehr Stadium pro Altar-Raid kriegen. Ist also eine super Quelle. Ich weiß aber nicht jetzt hier auf Odin Asmo, ob es noch eine Altar-Legion gibt. Die hat sich, meine ich, aufgelöst gehabt. Ich weiß nicht, ob dort eine Folge ist oder sonst was. Ich krieg bald einen Hack, wenn die mir weiter sagt, ich soll hier irgendwas machen. Meine Güte, noch eins. Mit wem müssen wir jetzt reden? Okay, wir müssen wieder in den Altar rein. Ich habe keinen Bock, nochmal zu diesem Altar zu gehen. Wir nehmen jetzt einen. Wir gehen in den Altar. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, immer in den gleichen zu gehen. Wir haben auf jeden Fall ein weiteres Item von dem, was wir brauchen. Wir brauchen nur noch das letzte Item, was echt schön ist. Na. Aber ihr solltet das auf jeden Fall hinkriegen in der Zeit. Ich meine, wir haben ja jetzt noch 2 Wochen. Ganz genau, also 13 Tage, um genau zu sein, weil das Video am Mittwoch kommt. Das solltet ihr also eigentlich hinbekommen. Wenn man es genau nimmt, man kriegt es in einen einzigen Tag hin. Vor allem dann, wenn man bisher aktiv Dreads gegangen ist, entsprechend schon eine gewisse Anzahl von legendären Etium besitzt. So, was willst du jetzt von mir? Und ansonsten, wir haben hier so viel Stadium gerade bekommen. Okay, wir sollen jetzt legendäres Etium haben. Wir wurden aber auch in ein Altar reingeleitet. Ihr könnt jetzt ja mal schauen, wir haben jetzt gerade über diese Unmengen von Quests nur 90? Okay, wir haben 90 bekommen. Wenn wir mit ihr aber reden, können wir hier, wir können ja mal schauen, 90, 15 können wir auf jeden Fall jetzt gerade nur dadurch kaufen, was wir hier gemacht haben. 70 können wir theoretisch in der Woche kaufen, was aber sehr viel Stadium ist, ich weiß. Trotzdem ist das locker erfahrbar. Es gibt tägliche Stadium-Quests, es gibt wöchentliche Stadium-Quests, es gibt so viel, was Stadium gibt. Einfach mal in Duma herumlaufen, da seht ihr, was Stadium gibt. Was wir jetzt am besten machen ist, bevor ich mir jetzt hier irgendwelches legendäres Stadium kaufe, was ich nicht brauche, gehe ich an meine Vorräte ran, die ich durch die... Ach, scheiße, falsches Miol. Durch die ganzen Dreads aufgebaut habe. Da ist es. Legendäres Etium hat man später viel zu viel, glaubt es mir. Ultimatives, daran scheitert es beim Gear aufwerten. Das war nämlich genau das, was ich euch sagen wollte. Ich habe jetzt das Dreifache noch an legendären Etium. Das ist halt, ihr habt dort ein Ungleichgewicht drin. Und später habt ihr einfach viel zu viel legendäres Etium und kriegt es nicht aufgewertet. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr dort aktiv kaufen wollt oder auch nicht. So, nebenbei, ich kann mal hier eins dieser EP-Items benutzen. Ich habe gerade gesehen, dass ich über 50% war. Weit über 50%. Jetzt kann ich hier wieder reinlatschen und ihr sagen, hey, ich habe genug Etium, um dein Gear-Teil gleich aufwerten zu können. Ich gebe ihr 54 Etium und kriege dafür dann insgesamt 56, wenn wir es genau nehmen. I'm very busy. What is it? Okay. Süße. Schön, dass du so
beschäftigt bist, aber brüll mich beim nächsten Mal nicht so an. Jetzt müssen wir zu Margret gehen. Ach Gott, wo ist denn Margret? Ich liebe ja diese Map, weil man so toll sehen kann, wo NPCs sind. Dafür ist es jetzt wichtig, dass wir dieses eine Windstream-Oberteil, was wir uns mal kaufen mussten, nicht gedisst haben. Selbst wenn ihr es gedisst habt, nicht schlimm, geht einfach wieder zum NPC und kauft es erneut. Das gab es in Lagrum zu kaufen. Wo wir jetzt auch wieder hin müssen. Schön, dass wir diesen Ausflug nach Dumaha gemacht haben, der jetzt so ungefähr 10 Minuten gedauert hat. Meine Güte, das war jetzt echt nicht der große Aufwand. Ich weiß, ich hatte das Ethium auf Vorrat. Ansonsten hätte man jetzt definitiv länger gebraucht. Jetzt müssen wir wieder mit dem Typen zum Aufwerten schnacken. Okay, dann schnacke ich mal mit ihm. Das ist auch die letzte Quest, die es jetzt hier gibt. Guten... Nee, das ist der falsche. Da, das ist der Typ zum Aufwerten. Mit dem müssen wir jetzt hier reden. Ich möchte dort anmerken. Im Normalfall müsst ihr ein Oberteil nicht bis plus 5 kriegen, sondern bis plus 15. Das hier müsst ihr nur auf plus 5 aufwerten, meine ich, zum Aufwerten. Das ist ganz lustig. Könnt ihr hier sehen. Ihr müsst auf plus 5 und ihr müsst die Sodsteine reinpacken. Zusätzlich braucht ihr noch Fragmente des Kampfgeistes. Ich demonstriere nochmal, wie ihr die kriegt. Ihr kauft euch hier für die Garnisonsfragmente, Garnisonskristalle, die ihr kriegt, wenn ihr Garnison macht, Waffen. Und dann disextractet ihr die und dann kriegt ihr dadurch Fragmente. So bekommt ihr die. Theoretisch würde es auch gehen, wenn ihr PvP-Gear craftet, aber ich gehe davon aus, dass die, die sich fragen, wie das geht, nicht auf mindestens Level 100 beim Crafting sind. Also für euch geht diese Garni-Weise. Wir müssen jetzt dieses Item auf mindestens, also auf plus 5 kriegen. Packen wir dort einfach uralte Steine raus. Bitte fangt nicht an, hier legendäre Steine oder gar ultimative raufzutun. Das ist komplett übertrieben. Uralt kriegt ihr so entspannt. Ernsthaft? Ihr seht es, sehr entspannt mit uralten Steinen geplust. Die Chancen dafür sind sehr hoch. Jetzt müssen wir aber noch die Stots erweitern, denn ansonsten können wir es immer noch nicht aufwerten. So, jetzt haben wir das aufgewertet. Jetzt müssten wir eigentlich... Ja, wir haben doch drei reingepackt. Ach, da haben wir nicht. Wir haben zweimal gemacht und nicht dreimal. Okay, okay. So, jetzt müsste es aber geklappt haben. Jetzt können wir es zum legendären Oberteil aufwerten. Schön. Und das haben wir jetzt mit der Quest fertig und können es jetzt abgeben gehen. PvP geht deutlich schneller von der Hand als die PvE-Quest, um ehrlich zu sein. Die PvE-Quest müsst ihr mehr Instanzen betreten. Gut, ihr könnt es auch einfach nur... Nee, ihr müsst den Endboss töten, nicht mal nur betreten. Ich meine, die da muss ich abgeben, genau. Und noch ein paar PvP-Steine, schön. Und jetzt können wir endlich die PvP-Quest abgeben. Jetzt müssen wir darüber noch eben reden, meine Lieben. Im Normalfall, wenn ihr das Oberteil nicht habt, solltet ihr euch hier das Oberteil auswählen. Immer das Item, was am meisten kostet, beim Aufwerten auswählen. Wenn ihr die Frage habt, welche von den drei kleinen Teilen ihr nehmt, dann solltet ihr tatsächlich die Schuhe nehmen, wenn ihr da noch nicht fertig seid. Bei mir ist es so, dass beim PvP-Gear ich nun mal gefailt habe und wie auch immer mein PvP-Oberteil verkauft habe und deswegen hier momentan PvE-Oberteil ist. Das war legendär, alles cool. Und es war auch noch vom alten Legendär, weil ich das neue Legendär auch mal irgendwann verkauft hatte und das noch nicht mal mitgekriegt hatte. Und ich habe schon das neue PvP-Oberteil, Hose, Schultern habe ich schon, Handschuhe sind kurz davor zu werden. Die Schuhe muss ich mal irgendwann durchtauschen, das ist momentan eher Nebensache. Und deswegen werde ich jetzt das Kopfteil mir auswählen, weil ich nun mal gar kein Kopfteil besitze. Kopfteil. Identifizieren. Und natürlich darf ich das jetzt eigentlich nicht so lassen. Da müsste jetzt TP, Emmack, Kritzbell und mal eben ganz kurz schauen, was jetzt... also Kritzbell, Emmack, TP... TP kann ich drauf? TP kann ich drauf, okay. TP, Emmack, Kritzbell und doch, TP kann drauf. Und ich würde tatsächlich sagen, physische Defense. Wobei, wenn magische Defense draufkommt, dann ist es halt so. Das wäre auch nicht jetzt die Welt. Einige sagen, scheiß auf Emmack oder scheiß auf Kritzbell. Jedoch sehe ich es so, einmal, man braucht Emmack im PvP, weil es nun mal die Emrys-Kleriker gibt.
Man braucht auch Crits, um die höhere Chance zu critten haben. Also bitte verzichtet darauf jetzt nicht als magische Klasse. Im PvE auf Emmerk vielleicht, aber bitte nicht im PvP. Auf eurem ultimativen Gear sollte auf jeden Fall. Wow, hätte ich TP statt MP drauf gehabt, wären sogar meine aktuellen Werte sehr, sehr gut. Und dann geht es dann natürlich daran, dann auch selektiv zu rollen mit Luna und das aufzuwerten. Aber das mache ich irgendwann anders. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Ich bin froh darüber, jetzt das richtige Kopfteil zu haben. Werde es mir auch im PvP-Setting hier abspeichern und hoffe, dass es mir nicht nochmal passiert, dass ich das aus Versehen verkaufe. Das wäre nämlich echt super dämlich. Wenn doch, dann schreibe ich den Supportern mit Item-Wiederherstellung. Das könnt ihr machen, wenn ihr aus Versehen ein Item verkauft oder disst oder wegschmeißt, könnt ihr bitte zeitnah den Support anschreiben mit das und das Item und ungefähr dann und dann. Also ihr müsst jetzt nicht auf die Minute genau das angeben. Und dann wird es euch im Regelfall wiederhergestellt. Wobei ich dort mal habe geschrieben bekommen, dass man maximal drei Items, aber da stand keine wie viel Zeit, weil ich meine, ihr spielt 6 Jahre und da ist drei Items wiederum relativ wenig. Macht es nur nicht, dass ihr irgendwie einmal pro Woche dorthin schreibt, hey, ich habe wieder mein Item weggeschmissen, sondern haltet den Ball flach. Werft am besten nicht eure Items weg. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Seid nicht so dumm wie ich. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei, noch die Dreads zu laufen, falls ihr das legendäre Etium benötigt. Ansonsten geht zu dritt, Herrerim. Vielleicht brauchen die anderen gar kein legendäres Etium mehr. Dann könnt ihr die aus der einen Zusatzkiste alle für euch kriegen. Dann könnten sogar die 4 Runs. Sie machen auf jeden Fall dann sehr viel aus. Es reicht noch nicht ganz, aber es macht sehr viel aus. Und ich würde sagen, bis denn.